Gemeinsam mit dem SV Halstenberg-Rellingen hat es der ASV Hamburg als zweiter Landesligist ins Lotto-Pokal-Viertelfinale geschafft, um der Sensation und dem DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen einen Schritt näher zu kommen. Muss allerdings ein echtes Schwergewicht aus dem Weg geräumt werden. Altona 93 zu Gast an der Snitker-Reihe, das erste Pflichtspiel für den neuen Trainer Andreas Bergmann. Der Regionalligist im Sommer nicht nur mit einem neuen Trainer, sondern auch auf dem Platz. Mit neuen Gesichtern, unter anderem Nikola Kosanic. Der offensive Mittelfeldspieler kam vom HEBC. Altona 93 als zwei Klassen höhere Mannschaft natürlich der klare Favorit in dieser Begegnung. Der Beginn dieser Partie allerdings recht gemächlich. 20 Minuten schon rum, der AFC mit der ersten guten Offensivaktion. Erst ist es Bari und dann nochmal Kosanic. ASV-Keeper Diateng zweimal auf dem Posten. Beide Teams vor allem auf Sicherheit in ihren Aktionen bedacht. Nur selten Fehler wie hier Moritz Klos erst stark den Ball erobert. Der Winkel beim Abschluss dann einen Tick zu spitz. Gute halbe Stunde rum, wieder Klos über links mit viel Platz zum Flanken. Und die wird ganz lang und dann ist Wohlers da. Der Favorit in Führung schon im Achtelfinale gegen Osdorff Wohlers mit einem Tor, das zu einem nicht unerheblichen Teil auch Moritz Klos gehört. Ein Antritt und der Gegenspieler ist aus dem Zweikampf. Die Flanke ist mit Übersicht gespielt und diesmal Giateng ohne jede Abwehrchance. Der ASV also jetzt unter Zugzwang und immerhin mal mit dem ersten offensiven Fingerzeig. Der Abschluss von Aradi nicht so ungefährlich. Die Partie zunehmend flotter, auf der anderen Seite wieder Altona. Bari macht das klasse, schöne Bewegung frei vom Tor und Giateng hält seine Mannschaft erneut im Spiel. Die Begegnung übrigens unter den wachsamen Augen von Jens Martens. Der Coach von Eintracht Norderstedt trifft im Halbfinale auf den Sieger dieser Partie. Die zweite Halbzeit dürfte Martens allerdings nicht sonderlich beeindruckt haben. Wir machen einen Riesensprung, sind schon in der 80. Minute. Wehlers ans Alu, Bari zur Stelle, 2-0 Altona. Alagi Bari macht also doch noch sein Tor, der 24-Jährige, ein weiterer Neuzugang, zuletzt in Bremen aktiv, nicht im Abseits, reaktionsschnell und mit der Vorentscheidung. Bitter für den ASV, das von den Barlag-Zwillingen trainierte Team über lange Strecken nicht so weit weg von einer möglichen Sensation über 90 Minuten, allerdings offensiv deutlich zu harmlos, um Altona wirklich zu gefährden und am Ende dann mit dem leeren Akku Kosanic 3-0. Räumt die letzten Restzweifel aus dem Weg der 21-Jährige vor einigen Jahren. Eins der größten Talente Hamburgs in der U15 und U16-Nationalmannschaft von Deutschland aktiv, aber auch schon in jungen Jahren mit zwei Kreuzbandrissen, dass er Qualität hat. Das sieht man hier relativ gut. Dynamischer Antritt, starke Ballführung und ein sicherer Abschluss. Und Kosanic noch nicht komplett fertig mit dieser Partie. Vom eingewechselten Krotke wunderbar in Szene gesetzt und eisekalt vor dem Gehäuse. 4-0 Altona, der Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Über weite Strecken der Partie konnten die Hausherren ganz ordentlich mithalten. Am Ende ging es dann doch ein bisschen dahin. Andi Bergmann also mit einem geglückten Auftakt in seiner Amtszeit beim AFC. Schon am kommenden Wochenende geht es für sein Team weiter mit der Halbfinalbegegnung gegen Eintracht Norderstedt. ASV 0, AFC 4, Altona 93, der erwartete wie verdiente Sieger dieser Begegnung.